Hallo und guten Morgen zusammen. Das neue Paket Jägerin Charlotte, so nennt sich das Ganze, ist im Store und das schauen wir uns jetzt mal an. Zusammen kaufen das und schauen, was wir machen müssen auch für diese 1500 V-Bucks, weil die sind wohl Bestandteil dieses neuen Auftragspaketes. So, ich gehe mal weiter runter. Hier haben wir schon Saphir Hagiri Auftragspaket. Aha, okay. Also, bevor wir das aber kaufen, bevor wir das machen, stellen wir natürlich sicher, dass wir den richtigen Creator-Code Bestheim drin haben. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das auch macht. Vielen Dank. So, jetzt nehmen wir das einmal. Gegenstände begutachten, das können wir ja gleich machen. Ich würde sagen, ich kaufe das jetzt erstmal und dann checken wir mal, was da so drin ist, wie das so aussieht. Ich glaube, das kann cool sein. So, vielen Dank. Kauf ist bestätigt. Zack, zurück. Jetzt dauert das einen Moment und dann haben wir es hier jetzt auch schon. Sieht doch schon mal nice aus. Gucken wir uns mal ein bisschen näher an. Hier seht ihr schon, ist irgendwie so eine Schlange sozusagen auf ihrem Outfit abgebildet und die bewegt sich auch die ganze Zeit. Gibt es da eigentlich ein Ende und einen Anfang? Nee, kann ich keins erkennen. Das ist das Rückenaccessoire. Erinnert mich so ein bisschen an das, was es auch gerade gratis gibt in den so Blockaufgaben mit dem Oris oder so hieß das, glaube ich, ne? Was sich selber frisst, ist zumindest mal auch eine Schlange. Hier ist eingefasst von diesem Saphir, sieht erstmal gar nicht so verkehrt aus. Dann haben wir hier das Schwert, verstärkte Dämonenjägerklinge, so nennt sich das Ganze, sieht ganz cool aus, ziemlich clean, wie ich finde, schimmert so ein bisschen grün, finde ich nicht schlecht. Das wird hier, ja, doch, es gibt zwei Erntewerkzeuge, auch nicht schlecht. Hier habt ihr nochmal das hier, das sind so wie so zwei Dolche, sage ich jetzt mal. Zwei Erntewerkzeuge ist ja auch nicht so oft, oder? Das ist die Lackierung hier, das kennen wir, glaube ich, auch schon so ein Stück weit. Haben wir nämlich gerade schon gesehen, das ist auf ihrem Outfit auch, das ist diese Schlange, die sich die ganze Zeit hier um diese Sachen windet. Sieht auf dem Boot bestimmt auch ganz nice aus, oder? Ja, ist halt ständig in Bewegung, ganz cool. Und das hier ist das Saphir Hagiri. Ja, wie soll man es sonst aussprechen, ne? Ich würde sagen, so heißt das, das Auftragspaket dazu. Das fordern wir uns jetzt alles ein und schauen es uns mal an. Wenn ihr es gekauft habt, by the way, dann verschwindet es hier unten in dieser Übersicht. Ja, also nicht wie die Items hier oben, wenn du die jetzt kaufst, dann hast du die halt trotzdem noch in der Übersicht drin. Aber hier unten in den Paketen ist es so, dass es dann in der Regel verschwindet. Jetzt rüsten wir uns den Skin mal aus, damit wir den auch gleich so ein Stück weit in-game sehen, damit ihr auch gleich mal ein Gameplay habt. Ich drücke mal auf Stil bearbeiten. Was gibt es da? Da leuchten die Augen so ein Stück weit grün. Hier tun sie es nicht. Ja, mit grünen Augen finde ich ja schon mal cooler irgendwie. Also ausrüsten nehmen wir. Dann haben wir das Rückenaccessoire. Warum gibt es nicht als Standardsortierung immer das Neueste nach oben? Warum muss ich das jedes Mal auswählen, Fortnite? Das könnt ihr bitte auch nochmal machen. Ja? So, jetzt hier, zack. Erntewerkzeuge. Da haben wir ja jetzt zwei bekommen. Bin ich aber ehrlich, finde ich das hier cooler. Aber ist natürlich Geschmackssache. Hängegleiter, keine Ahnung, nehme ich jetzt mal einfach hier irgendwas. Warte mal, ich nehme, glaube ich, mal kurz so ein Board. Finde ich mal ganz nice, aber unabhängig davon siehst du den Skin halt ziemlich cool, wenn du auf dem Board stehst. Komm, hier, nehmen wir hier mal so ein buntes, das passt doch auch so. Das ist jetzt auch erstmal komplett egal. Ist doch in Ordnung, ist auch in Ordnung. Achso, ja, eine Lackierung haben wir auch noch. Die schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Das ist die hier gewesen. Die nehmen wir auch und die packen wir auf alles drauf. Dann haben wir es geschafft. Wir haben das ganze Ding ausgerüstet. So sieht sie dann in der Lobby aus. Jetzt gucken wir uns die Aufträge mal an. Die haben wir hier unten. Schaut mal hier. Schließe tägliche Bonusziele ab. Ja, was sind tägliche Bonusziele? Das vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, weil da gibt es jedes Mal Fragen bei allen Auftragspaketen, die immer wieder rauskommen, die ich auch immer wieder vorstelle. Das sind diese hier. Ja, ihr seht, ich habe jetzt noch eine frei, weil ich gestern nicht mehr alle gemacht habe. Es sind die oberen, also die täglichen Aufgaben. Nichts anderes ist es, aber nur drei pro Tag. Und ihr seht ja, in dem Paket für die ersten V-Bucks musst du drei tägliche Bonusziele abschließen. Das heißt, ich kann jetzt zwar eins machen, mache ich auch gleich, aber ich habe damit nur eins abgeschossen und bekomme noch keine V-Bucks. Wichtig ist also zu wissen, dass ihr das pro Tag nach 15 Uhr, werden die übrigens resettet, nach 15 Uhr genau, immer wieder drei machen könnt. Ja? Und so erhöht sich das Ganze und dann macht ihr seht ja, Phase 1 von 5 und wenn du immer mehr machst im Verlauf der nächsten Tage, du kriegst es also nicht auf einmal, hast du auch keine Chance,
dann hast du auch deine 1500 V-Bucks bekommen. Früher gab es mal ein Paket, da war das so, da konntest du einfach tägliche machen. Ihr wisst ja, wenn ihr die gemacht habt, hier unten tägliche Aufträge, dann resetten die sich sofort und ihr kriegt sofort wieder neue. Und jetzt sind es aber tägliche Bonusziele, das geht also nicht. Wie gesagt, 3 Maximum am Tag nach 15 Uhr. So, ich mache jetzt gleich mal eine und dann gucken wir mal, wie das Ganze endet. Ich lande jetzt einfach hier mal bei Synapse Station und werde unter die Top 25 kommen und gucken wir mal, wie sich das Ganze dann verhält, ob der das dann markiert oder nicht. Ich drücke mal so lange auf Pause, das müsst ihr euch nicht mit angucken, aber ich bin gleich wieder da. So, Platz 23, schließe 3 tägliche Aufgaben ab. Ich habe das jetzt geschafft, mal ganz kurz. Und da oben seht ihr auch, schließe tägliche Bonusziele ab. Das bedeutet, ich gehe jetzt mal ganz kurz zurück in die Lobby, um euch das zu zeigen, wo das Ganze gezählt hat. Spannende Sache. Da ist der Skin, seht ihr den nochmal? Sieht ganz cool aus. So, und hier unten seht ihr jetzt 1 von 3, weil ich habe ja jetzt eine meiner Bonusaufgaben erledigt. Damit war das aber auch die letzte. Ich kann für heute keine weiteren mehr erledigen. Alles, was wir jetzt nochmal machen können, hätte ich auch gleich machen können, aber ich dachte, diese V-Bucks-Frage ist etwas dringender. Ich will nochmal kurz ins Spiel springen und dann zeige ich euch den Skin gerne auch nochmal im Einsatz, wie es aussieht, wenn du mit dem rumläufst, anlandest und so weiter. So, zack, ich befinde mich hier schon im Landeanflug und will ja jetzt nicht ernsthaft irgendein Game machen. Ich will es euch nur mal zeigen, wie der Skin in-game aussieht. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der da irgendwie noch überlegt, sich den zu kaufen. Ja, das kann ja durchaus sein. So, also ich bin jetzt hier auf dem Board unterwegs. Ich glaube, da kann man einen ganz guten Eindruck erstmal bekommen und gewinnen. Im Landeanflug habt ihr ihn ja gerade schon gesehen. Darth Vader auch am Start sozusagen. Mal gucken. Nein, das wird ja jetzt hier wild, ey. Das wird ja hier wieder wild. So, seht ihr. Also Spitzhackenduell könnt ihr auch noch gewinnen. Alles möglich mit diesem Skin. Er ist unbesiegbar. Nein, ernsthaft, so sieht's aus. Ich schlage hier mal ein bisschen rum mit der Klinge, dann seht ihr die auch nochmal im Einsatz. Die ist ja auch neu und wie gesagt, es gab ja sogar 2 Klingen. Also finde ich ja erstmal ganz nice, dass man 2 Erntewerkzeuge mit drin hat. Wobei, auf der anderen Seite muss ich sagen, 2 Erntewerkzeuge ist zwar nice, 2 Klingen, ups, jetzt kommt da einer hochgelaufen, aber irgendwie finde ich es besser, wenn du hättest nochmal einen passenden Hängegleiter oder so dazu gehabt, weißt du? Das wäre halt nochmal cool, statt diese 2 Klingen. Aber weil du kannst ja eh immer nur eine tragen. Also, naja, gut, okay. Was ist denn hier los, Alter? Ich wollte doch nur mal ganz oft gechillt hier so ein bisschen den Skin zeigen, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was sind die denn alle hier so gierig? Es ist einfach viel zu wild hier momentan. Und es ist noch nicht spät. Es ist noch nicht spät. Und trotzdem sind die Freaks schon wieder unterwegs. Wie ich. Okay, alles klar. Also hier habt ihr nochmal einen Eindruck. Ich glaube, viel mehr kannst du jetzt hier auch nicht zeigen und nicht machen mit diesem Skin. Ich glaube, das sagt alles. Das sagt alles aus. Was kannst du noch machen? Ja, rutschen, springen, hüpfen, dies, das, Autofahren. Kannst du noch, keine Ahnung. Ich glaube, das ist ja ganz okay. So, hier war hier schon wieder einer drin? Es ist doch schon wieder zu wild. Ist doch gut. Es ist doch gut. So, mehr kann ich euch nicht zeigen. Ich glaube, das ist es. Es ist alles gesagt. So sieht es aus, wenn du so ein bisschen anvisierst. Übrigens, das vielleicht nochmal als kleine Information. Schaut mal auf die Lackierung. Das sieht dann doch ganz nice aus, wenn man diese Waffe hat. Ich meine, hier kannst du es nicht sehen, ist klar. Hier kannst du es sehen. Da seht ihr, diese Schlangen auf dem Outfit bewegen sich. Gerade wenn man stillsteht, sieht man das, kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Weiß nicht, ob es jetzt eine Waffe gibt, bei der du es noch besser siehst. Hier haben wir noch eine Schrotflinte. Aber, nee. Also umso größer die Waffe, umso besser erkennst du natürlich die Lackierung, ist klar. Aber von der Sache her, glaube ich, war es das jetzt gewesen. Also, Abo, Like, würde mich freuen, wenn ihr den Creator-Code Bestime reinhaut. Wenn ihr euch fürs Paket entscheidet, würde mich auch freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Tag. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.